Akkol heißt dann du. Heißt das A von erste Ich. Ich ja. Werde. Ich werde essen. Kol ist alles auch wieder, das heißt Essen, das Wort heißt Essen. Und Akkol heißt als Ganzes geschrieben Essen, das Aleph als Vorsilbe heißt Ich werde imperfekt. Und Kol heißt definitiv alles. Ich werde alles. Und das ist das Wort für Essen. Esse ist sein. Holo Feeling. Und wenn du jetzt aber das eingibst ins Wörterbuch, weil er das Kaffee in der Vorsilbe betrachtet, und du gibst es ein und jetzt was, das du mal erschrecken, das hast du nämlich blau. Kaffkoll, Kaffkoll, wie das weltliche ist blau. Aber Teekoll heißt auch blau, aber das kommt dann genau genommen in Himmelblau, das hat aber nichts mit der Himmelblau, das hat nichts mit Himmelblau zu tun, sondern in der Symbolik, also ein Jude wird blau nie blau nennen, Teekoll nennen, sondern das steht für alle Farben des Himmels. Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Blaue, sondern der Himmel kann alle Farben haben und das nennen wir, das schreibt sich Dekol. Und Dacheles schreibt sich Dekol it. Dekolet. Dacheles wird das ausgesprochen, ne? Ja, also Dacheles. Und das heißt praktisch, wenn du das jetzt, du wirst alles, nämlich alle Farben, die in dir auftauchen, bist du selber. Das ist Holofeeling. Und man merkt halt, dass es wächst. Ich kann mich jetzt an den ersten Fiegenstall bei Ihnen, du weißt, da ist so, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie das dann plötzlich aufgeht, wie man sich selber fühlt, wenn man anfängt, das in Ansätzen zu verstehen und zu leben. Man kriegt, wie man so schön fränkisch sagt, richtiges Leck mich an den Marsch. Und da ist natürlich immer wieder, ich gehe ganz kurz in den, wo ich sage, das ist ein scheiß Dreck. Und dann erkläre ich nochmal den Shit, das Ausgedachte ist immer eine Generation in einem Eck. Das ist der Scheißdreck. Was machst du aus dem Wort Scheißdreck? Scheiße. Das nur negativ. Negativ, du musst dir diese einseitigen Auslegungen bewusst werden und dann wirst du neugierig werden. Und darum sage ich, es geht, dass du jetzt erst einmal das Prinzip begreifst. Dann hast du natürlich dein Programm, das ist eine geistige Reifestufe, was jetzt erst einmal nichts mit dem Alter zu tun hat. Und wenn ich jetzt auch mal sich die Zeit nehme, jetzt reden wir wieder raumzeitlich, die Schriften von der Diana zu lesen. Das ist ja andere Schriften wie Pater André, das ist ein ganz anderer Stil. Da rede ich nicht von besser, das kann man nicht vergleichen. Die Andrea geht immer mehr hier mit den Höhern und die Diana ist voll auf Aufwickern. Ob jetzt das die Heilig Drei König sind oder jetzt das letzte da, die paar hundert Seiten. Das ist ein Prozess, der schreibt sie ja schon ewig. Und ich kann gleich, wenn das jetzt auf dem Film wäre, jeder, der ein bisschen Holofeeling macht, der könnte dasselbe machen, weil ich ihn inspiriere. Was die macht, ist zuerst einmal, ihr fällt was ein und dann kommt genau dieses Spiel. Ich schaue zuerst einmal, was das Wort bedeutet. Und da haben wir natürlich viele Möglichkeiten. Das heißt, die erste Möglichkeit ist, ich schaue mal, was wir machen in DWDS noch. Und da muss man vorsichtig sein, dass jetzt erst die materielle Erklärung, Realität ist die objektive, unabhängig, außerhalb vom Bewusstsein existierende Welt. Das ist schon der Max, das ist also in der Schule lernen. Dann gehst du in die Etymologie rein. Inwieweit, ob man sich die Mühe macht, wenn dann lateinische und griechische Begriffe kommen, kann ich dann schauen, was ist eigentlich die Wurzel in Griechisch und Lateinisch, dann hängt es wieder ab, welche Wörterbücher du benutzt, weil die ja bei Weitem noch nicht alles haben. Ich kann mich in einem noch, habe ich einmal gesagt, da habe ich vom Duden, das habe ich ja gestern angesprochen, wo ich was behaupte, das war halt von Sundi kommen, da sagt sie, da habe ich nachgeschaut, im Duden, das steht nicht drin. Und da soll ich noch Max dann Duden, Etymologie der Bücher mal nach hinten auf und dann hast du zwei Seiten, wo ältere Etymologie-Bücher als Quellangabe, der Kluge ist schon mal doppelt fast so dick wie der Duden, der große Kluge, und dass das ja immer nur Auszüge von Auszügen von Auszügen sind. Aber dass man mal die Hauptgrundlage hat und dann kann man das Nächste, was man machen. Ich kann jetzt das Wort hebraisieren. Da gibt es natürlich schon unheimlich viele Möglichkeiten. Das ist zum Beispiel, ich muss dann immer wieder sagen, oh, das hätte ich noch sagen müssen, das hätte ich noch sagen müssen. Dass ich immer in den Vortrag jetzt, den wir jetzt uns angehört haben, spreche ich immer vom Gesichtsfeld. Jetzt ist natürlich ganz interessant, was da drin steckt, weil wenn ich jetzt nur, jetzt habe ich die nächste Möglichkeit, ich schaue dieses deutsche Wort Gesicht nach, was heißt das im Hebräischen? Und dann stelle ich schon fest, dass Gesicht, meine geistige Sicht, das Panim, mein Panim ausgesprochen steht im Langenscheid, heißt einmal Gesicht, das Aussehen und das Ansehen. Jetzt ist, wenn ich was aussehe, sehe ich doch das an. Ich sehe was nach außen, das ich ansehe, aber das eigentlich meine geistige Sicht ist. Und darum hast du es dann Benim ausgesprochen, das Innere im Inneren. Innen, das Innere. Nur das Wort Gesicht mit diesem Still. Und das Feld auf Hebräisch schreibt sich Shin Dehe. Shin
Dale T. Und jetzt pass auf, Shin Dale T ist das Feld. Eine Facette, es ist ja das Joch mit 70, eine Facette ist ein Joch, das sich öffnet. Jetzt Shin D He wird es jetzt ganz interessant. Blau gelesen, die logische Öffnung, die ich wahrnehme. Ist eine Facette, ein Joch, das sich öffnet. Ihr seid jetzt dabei, weil das habe ich so oft wiederholt. Jetzt pass auf, jetzt schmeißen wir das hier hinweg. Die logische Öffnung für sich alleine. Zwei Begriffe, das heißt zum einen Brust, und zwar eine einzige Brust, habe ich so oft gesagt. Die zwei Brüste, die Schadim, sind das Joch. Okay, und das ist die Facette, das Joch, das sich öffnet. Diese weibliche Brust, Schad, heißt aber auch Demo. Da stecken die Damen schon mit drin, wenn man es macht. Nur die Damen haben Schadim, zwei Brüste. Diese zwei sitzen auf dem Brustkorb, Chasa, und das heißt im Geistesinn. Auf die Größe kommt. Merkst du jetzt, wenn man nur diese. Ja. Ich hab mit dem Gesichtsfeld angefangen. Fragen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass das in Jahrmillionen aus artikulierten Tierladen rein zufällig entstanden ist. Man kann auch mathematisch exakt. Ja. Ja. Jetzt mit Zahlen, ich sage, wir können ja Zahlen einsetzen, dann wird ja der Formen sein groß. Und dann das. Das macht eigentlich ersichtlich, dass momentan die Ebene, wo du dich befindest, die Elite, die geistige Elite deiner Welt, ob das Physiker oder religiöse Menschen oder Gurus sind, so weit weg sind, da reicht es nicht, wenn ich dir immer wieder erkläre, du bist etwas, was man nicht denken kann, da ist ja der Karl Renz voll auf der Schiene. Was auch alles stimmt, ich finde ihn klasse. Und ich sage immer wieder, wenn es den geben sollte, wenn man nicht denkt, das ist einer der ganz wenigen, der zumindest das Wesentliche, und du merkst manchmal, wie gelangweilt er drin sitzt in seinen Vorträgen, weil er sich so ankotzt, die ganze Physiognomie strahlt es auch, sagt er, wie habt ihr es denn noch erzählt? Die trockenen Antworten, die da gibt, und erklärt immer wieder das Gleiche. Aber was da, wie es wirklich, ich sage, ich erkläre dir, was du bist, das macht der auch und das macht der Tolle auch. Aber ich erkläre dir noch, wie es funktioniert. Das ist nochmal. Und die werden ja im Regen stehen gelassen. Ja. Du denkst jetzt, du sitzt am Computer, wir reden jetzt wieder normal und dann ist irgendwo, stößt du auf ein Programm. Das ist jetzt, wie wenn ich jetzt auch den Dennach, den Kinderkanal. Und das ist kostenlos. Und jetzt schaust du, was man damit alles machen kann. Da ist jetzt das Programm, wenn du hast, kannst du die Welt verändern. Ich lasse das normal. Und das ist ganz interessant, klingt zwar unglaublich. Und jetzt lädst du dir aus dem Internet, aus dir heraus, das Programm auf deine Festplatte. Weil du das alles nachvollziehst und für dich interessant wird, das ist der Punkt, wo du es begriffen hast. Laufen tust du immer noch mit dem alten Programm. Mit unbewussten raumzeitlichen Verstreuen. Begriffen heißt, Baumarschott, du bist eigentlich noch im Reifen. Das ist zum einen das Hamsterlaufrad. Das heißt, du hast immer noch hier den Film laufen, wenn du läufst, obwohl du dich permanent in Bewegung setzt, weil du aus dem Hier und Jetzt gar nicht rauskommst. Du änderst bloß die Peripherie und nennst dann jedes andere um dich herum, meinst du, du bist woanders, obwohl wir das um dich herum austauschen. Okay, und ziehst dein Zeitfenster auf, wo ich sage, da war ich gestern, da bin ich morgen, und das ist immer jetzt um dich herum. Also du springst eigentlich, du machst jetzt schon normal gesagt Zeitreisen. Reisen ist übrigens Freisehen. In den Spiegel reinschauen. Das sind ja die ganzen Facetten, wo sich oftmals nicht gleich sind. Du fokussierst dich halt auf einen Punkt. Und das ist also, wenn ich immer den klassischen Spiegel, ich mache nochmal das Begreifen. Das heißt, du bist doch in dem Reifen. Jetzt entwicklungstechnisch bist du in einem Zustand des Reifens. Okay. Und wenn du das jetzt installierst, das Programm in dir, dann hast du es verstanden, dann stehst du fest. Dann hast du es verstanden, dann läuft der Film noch genauso weiter, bloß du machst eben nicht. Dann bist du jeden Moment, was jetzt da ist, und dir ist bewusst, das ist jetzt, das war nie in der Vergangenheit, das ist immer jetzt. Ich kann natürlich jetzt was tun und mir dann morgen denken, das habe ich gestern getan. Aber das ist dann immer, das löst sich dann irgendwann auf, weil du weißt ja, morgen ist heute gestern. Gibt es kein Freibier, ne? Das sind so die Beispiele. Und das hört jeder normale Mensch. Das habt ihr schon lange gehört. Aber was ist in deinem Alltag? Wenn du Termine hast, wenn einer anruft, dann ist wieder einer da außen. Da ist kein Telefonhörer da, aber für dich ist dann einer in deinem Kopf, wo du 100%.
total vergessen hast, dass der nur in deinem Kopf ist. Du spielst zwar ja seit neuestem ein, wenn ich mich unter Druck setze. Genau das eigentlich jetzt die Bratwurst. Dass ich den nächsten Tag nicht schaffe, stellst du einen Traktor vor mich hin. Das ist jetzt genau das Spiel, dass ich jeder Moment, mit dem du konfrontiert wirst. Konfront ist eigentlich, die Front ist vor dir. Und Kon heißt, du bist verbunden. Es ist wie entfernt. Konfront. Natürlich, die Frontieren ist ganz interessant, steht alles in die Selbstgespräche. Und Front ist ein Arbeitsdienst. Frontieren. Frontiert. Oh, jetzt müssen wir das Front auffächern. Du musst Kon entfernt schon. Das ist aber ist wichtig. Es geht nur, dass du das Prinzip weißt. Damit, jetzt komme ich zu Diana zurück. Das, was in dir abläuft, das ist eben das Erste, wo sie sagt, ist mir mittlerweile wurscht, ich schreibe das. Das habe ich an dem letzten Ding, hat es ja ewig geschrieben. Und das ist vollkommen mit anderen, ist, was das mit mir macht. Und das ist, es wird jetzt mit dir passieren, weil du in kürzester Zeit merkst, dass du einfach neugierig bist. Wie gesagt, du schaust den DVDs noch. Dann eventuell die griechischen oder lateinischen Wurzeln nochmal in die Originalwörterbücher. Dann tust du nachschauen, was bedeutet dieses deutsche Wort auf Hebräisch. Das hast du mal übersetzt. Dann tust du das hebraisieren. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Da gibt es noch wesentlich mehr, wie ich euch bis jetzt gesagt habe. Aber ich will es nicht so kompliziert machen. Das sieht man dann zum Beispiel, wenn man mal die Zahlenwerte anschaut, dass hier oft dann unten beim Innern und Äußern werden da ganz offen Werte dort stehen. Das wird übrigens auch erklärt, weil nämlich hier, wenn wir reinsetzen in vollen Wert, das J und das Waff gibt es verschiedene Schreibarten vom Nut auch, im Original, die Buchstaben selber. Und dadurch musst du dann im vollen Wert verschiedene Werte einsetzen. Aber das müssen wir jetzt nicht wissen, sonst kriegst du die Komplexität nicht hin. Was wichtig ist, dann tust du das Hebräisieren gleich, was dir in den Sinn kommt als erstes. Okay, und dann schaust dann immer natürlich nach. Da weiß ich ja noch nichts. Ich kenne nur das Prinzip. Und du wirst dann merken, dass du in einen Zustand kommst, dass du jedes Mal total überrascht bist, weil das so auf den Punkt passt. Weil das so gnadenlos auf den Punkt passt. Und jetzt schreibt sie halt dann hin. Und das ist bei den ersten Mal Heilig Drei König schon, dass sie hier fast bei alle Wörter, die sie anschaut, das erste, was sie macht, sie liest es rot-blau. Also meistens entweder nur blau, man kann ja das auch noch mischen innerhalb des Wortes, was ich oft mache. Das ist das Erste, da steht das Wort, wenn sie hebräisiert und dann macht es mal die Blau-Liebe-Weise, bei Heilig Drei König, und dann geht es still und dann kommst du vom Hundertsten ins Tausende, was ich jetzt mache. Und du sitzt da und das ist spannender wie jeder Film und wie jedes andere Buch. Und wenn ich jetzt immer sage, und das könnt ihr euch natürlich nicht raussuchen, weil der Film ja läuft, aber ich will bloß absolut von oben gesehen. Es ist jedes Buch, das du liest und jeden Film, den du anschaust, bevor du nicht mindestens ansatzweise die ganzen Ohrenbohrungen, diese Fahrersprache rudimentär, grob gerastert verstanden hast, ist eigentlich verlorene Zeit. Du ziehst deine Schulungsphase, dein, ich sage mal hier den Kindergarten, den ziehst du extrem in die Länge, und zwar aus folgendem Grund, weil du eben, wenn du normale Bücher liest, ein Krux ist, der zum Brunnen läuft und auseinanderbricht, was in dem Buch gar nicht drinsteht, was vollkommen uninteressant ist. Du bist dann auch bei Filmen in der Metaphorik. Und wenn die Ansatz von Holofeeling da ist, merkt ihr jetzt schon, dass ich durch diese Wörter einen Hintergrund des Eigentlichen, um was es geht, auftue. Ja? Wenn du jetzt ein lateinisches Wort, bei den lateinischen, ist das ein Übersetzungsprogramm? Ich gebe deutsches Wort ein. Nein, aber das sind zwei, das kannst du, ob die Adresse, wenn du nicht hast, muss man Bescheid sagen, das sieht man aber oben in der Leiste, manchmal, das ist lange, es gibt, das war die lange Zeit die Schwierigkeit, dass du Hebräisch und, dass du Lateinisch, auch Hebräisch, gibt es ja bloß die modernen Wörterbücher, die kannst du eh vergessen, ein Google-Übersetzer. Du musst nochmal, wenn du jetzt in dem Matrix-Explorer bist, okay, du kannst Folgendes machen, wenn du auf Google, wenn du den Google-Browser benutzt, kannst du Übersetzungsprogramm ja Apps dazu machen. Würde ich, wenn du es nicht hast, unbedingt dazu machen, immer wieder, sehr schnell. Und dann ist es also so, wenn wir jetzt den Gematrie-Explorer haben und da stehen jetzt die Wörter, dann kannst du die Hebräischen, wenn du das eingestellt hast mit dem Google-Übersetzer, so, kannst du das markieren und dann geht, wenn du es richtig einstellst, so ein kleines Übersetzungsfenster laufen, wenn du drauf drückst, der hängt dann oben, du dir die Übersetzung von Google Translate machen. Und da schaust du jetzt einmal, was da in den Explorer drin steht, und dann tust du es übersetzen, was dann der Google Translator draus macht. Ja. So machst du es jetzt. Gar nichts, nein, gar nichts. Ja. Ja? Das ist lächerlich, weil der ganze Schwalbe ist immer bloß eins da. Wenn du mit Vorsicht machst, das kann er eh nicht. Also das da ist er total unmöglich.
Als Prinzip. Und da kann ich immer wieder bloß sagen, das ist jetzt der Gematrie Explorer, wenn man den jetzt von vornherein machen würde. Eine Firma, jetzt reden wir raumzeitlich. Das ist zusammengeschustert. Das heißt also hier, die erste Grundlage war, es gibt ja nahezu keine Dateien. Und der erste Wortschwall, wo dort steht, das war die erste Version von Gematrie Explorer, die er programmiert hat. Und zwar ist das Bubblefish, gibt es damals, wenn man ins Internet gegangen ist, das hat sich ja auch erweitert, hat es verschiedene Translator gegeben, gibt es ja ganz einen Haufen verschiedene Wörterbücher. Und das war Bubblefish war der einzige, der auch Hebräisch-Deutsch angeboten hat, beziehungsweise Deutsch-Hebräisch. Es ist aber so, dass die Bubblefish, die Zentrale, die wir uns jetzt ausdenken, überhaupt kein Hebräisch-Deutsch-Deutsch-Hebräisch-Wörterbuch hat. Du konntest aber trotzdem mit dem Bubblefish Deutsch-Hebräisch übersetzen. Die haben einfach Folgendes gemacht, wenn du eingestellt hast bei Bubblefish Deutsch-Hebräisch, was die hatten, das ist das Wörterbuch Hebräisch-Englisch. Und wenn du jetzt Englisch-Hebräisch und wenn du jetzt ein deutsches Wort eingibst, was die auch haben, ist Deutsch-Englisch. Und wenn du jetzt ein deutsches Wort eingibst und du stellst nochmal auf Hebräisch ein, dann machen die Indern, die übersetzen dieses Wort in Englisch, übersetzen das Wort, die ganzen Begriffe vom Englischen ins Hebräische und das Hebräische, diese Englisch-Hebräisch-Wörter, die englischen Wörter, die dann kommen, dann wieder mit dem Ding ins Deutsche übersetzt und das wird dann angezeigt, wenn du Hebräisch machst. Und dadurch ist natürlich ein Riesenschwall, weil da die ganzen Umformungen nochmal zurück übersetzt werden, das ja auch zusammenhängt mit dieser Quadratzig. Das heißt, stimmen du das alles, auch wenn du das jetzt in Papierwörterbüchern nicht findest. Verstehst du, das ist über diese Umwege. Und das war früher alphanumerisch, die ganzen Begriffe auf der ganzen Schwall von Wörtern. Und dann habe ich gesagt, pass auf Leute, das nützt natürlich, weil das ja nur verwendet ist. Und den Langenscheid hat es damals nicht gegeben. Und dann habe ich die Hauptbegriffe, ungefähr 32.000 Wörter vom Langenscheid, die Überbegriffe, die habe ich mit der Hand in der Datei eingeben. Was jetzt die hebräischen Wörter vom Langenscheid sind. Und dann habe ich gesagt, die Wörter, die damit in der Datei sind, die tust du oben rot markieren, also irgendwie markieren, das hat jetzt rot gemacht, das hat nichts mit rot zu tun. Das sind, wenn du oben Wörter stehen hast, die roten, die findest du entweder im Langenscheid oder im Gesenius. Das sind deutsche Hebräische Wörter. Die anderen entstehen durch Rückübersetzung. Okay? Da war das noch mit rot. Mittlerweile, der Redo, glaube ich, hat über 50.000 Begriffe mittlerweile, die Wortifs habe ich ja erzählt schon. Also der wird jetzt immer mehr. Dann ist aber die Schwierigkeit, dass das Programm selber, was dann aus dem Tenach unten die Reihe, das ist, das wurde dann vom Bodo genannt, da steht jetzt auch immer wieder im Tenach, wenn man nachschaut und was die Juden diese Wörter übersetzen, das ist jetzt auch drin, die jüdische Übersetzung, das ist, der wird immer vielfältiger. Jetzt wird aber mit verschiedenen Dateiformaten gearbeitet und das ist das, was jetzt, ich sag, mich stört's nicht, aber was am Anfang eigentlich war, das war ja früher nur eine Textdatei, nur schwarz-weiß. Und dann habe ich gesagt, das wäre natürlich unten in den Zahlen interessant, wenn hier der erste Kommentar kommt, das ist nur eine Textdatei. Und wie ich die 32.000 Begriffe eingemacht, da habe ich eh nur ich habe halt hingeschrieben, was es ist und dann nach einer Zeit hat man gesagt, können wir da nicht rot-blau machen und dann haben wir uns geeinigt, dass wenn ich jetzt, das ist ja nur Text, ist klar, ohne Farbgebung, und er hat dann ein Unterprogramm geschrieben, der Andreas für den Gematrie Explorer, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Folgendes mache, Anführungszeichen, was dann kommt, ist rot. Und wenn dann Plus kommt, bis zu dem Pluszeichen, ist es rot, Querstrich, Minus, ab Minuszeichen ist es blau, bis zum Endzeichen, Schlusszeichen. Das ist dann immer, wenn du siehst, rot plus, Querstrich, minus, blau. Das funktioniert gut. Es ist bloß, es sind über 30.000 Begriffe drin, wo dieses Kürzel, wo er ein Programm geschrieben hat, dass er dann die Farbe automatisch mit einem extra Programm die Farbe reinmacht. Da sind dann viele, das bedeutet, das, wo bloß rot ist oder komisch mit blau dabei steht, weil das dann natürlich auch arbeitet, was eigentlich für die Farben nicht stimmt. Man kann alles erklären, auch wenn einer sagt, das stimmt nicht. Aber das ist ja zum Beispiel auch bei den Offenbarungen. Die Offenbarungen sind erst schwarz-weiß. Da wird normal geschrieben, dann kommt jetzt in die Selbstgespräche, mache ich zwar schon ein großes und ein kleines Ich, aber immer nur schwarz-weiß. Dann gibt es einige Schriften, wo ich dann Kommentare dazu mache und die Kommentare schreibe ich immer rot, wobei das, was kommentiert wird, eigentlich blau ist. Das war dann nur, ich mache jetzt, um das hervorzuheben, habe ich das rot gemacht. In diesen Schriften ist das Rot eigentlich nicht bezogen auf das Rot, wie es dann bei den eigentlichen farbigen Schriften kommt. Das baut auf, das entwickelt sich auch weiter.
Wir bringen mal ein paar mit raus. Aber es ist sekundär. Das ist alles jetzt wieder ausgedacht. Ich sage darum so, macht euch nicht verrückt, wenn du keinen Bezug hast zu der Sprache, dann hast du das nicht zu lernen jetzt. Das ist wie wenn wir jetzt einmal die Lebewesen von dem Trockennasenaffen wegmachen. Du hast da als Regenwurm was anderes zu lernen wie als Vogel. Da geht jetzt schon das Trend, die Spreu vom Wachsen. Ja, unterhaltet euch. Ne? Das ist, wenn das wirklich verstanden ist, dann sind das Verstanden, weil da nur Gottes sind. Und der jetzt das liest und wieder sich Angst macht, der hat es noch nicht gecheckt, dass da nur Gottes sind und alles andere magst du mit einem Gesicht, das du zu durchschauen hast. Und solange du noch meinst, wenn die anderen das machen, also muss ich das da mal an anderen, steh dir nicht, bin du alles auf die ersten 50 Seiten, die andere Leute von irgendwas überzeugen wollen. Die müssen in ihrem Glauben noch sehr schwach sein, weil sie eigentlich insgeheim unbewusster Bestätigung von einem anderen wollen, ob das stimmt. Und da habe ich lange, ich suche immer das zu erklären. Und da habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, was ist der Unterschied zwischen einem tiefen inneren Verständnis und einer bloß einer Wahrheit. Pass auf, wenn ich jetzt behaupte, hier das Tessa, das ist rosa. Dann schaust du mich auch nicht. Dann sagst du, nee, das ist blau. Ich weiß ja nicht, ist es blau oder ist es blau? Also pass auf, ich sage jetzt einfach, das ist rosa. In dem Beispiel, ich bleibe jetzt einmal bei der Sache hier. So ist es so programmiert. Jetzt meinst du zuerst, ich mache einen Joke? Nein, es ist rosa. Und jetzt stell mir fest, dass du das ernst meinst, dass das blau ist. Weil ich das meine, du verarschst mich, weil ich glaube ja nicht, dass das rosa ist, weil ich ja davon ausgehe, dass jeder dasselbe sieht wie ich. Aber jetzt sagt ihr alle, das ist blau. Und dann komme ich den nächsten Gedanken, schicke, also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder bist du farbenblind oder ich bin farbenblind. Okay? Wenn das der Fall ist, für mich ist es hundertprozentig sicher, dass das rosa ist und für dich ist hundertprozentig sicher, dass es blau ist. Und es macht jetzt keinen Sinn, mit dir zu diskutieren oder zu streiten. Ich sage jetzt entweder, bist du farbenblind oder ich farbenblind, das ist halt für mich einfach rosa. Und ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, dass du sagst, das ist blau, jetzt stell dir das rum, wenn ich jetzt sage, das ist rosa, sagst du, ich spinne. Aber umgekehrt ist es ja genauso. Pass auf, wenn du das erkennst, dass du was siehst, dass das eine Wahrheit ist, die sofort hier und jetzt, du warst Totophilie, hier und jetzt von mir überprüfbar ist, und du behauptest was anderes, dann macht es für dich so sein, aber es macht jetzt keinen Sinn, dass wir darüber diskutieren oder streiten, weil für mich ist es rosa. Das ist jetzt eine Erkenntnis, die du hast, und es ist jetzt ein Blödsinn, mit aller Gewalt zu meinen, du müsstest meine Meinung haben. Jetzt sind wir wieder bei den Religionen. In dem Moment, wo du bloß eine Wahrheit hast, die Erde ist eine Kugel, und einer behauptet, es ist eine Scheibe, dann wirst du feststellen, dass du zum Diskutieren anfängst, weil du mit aller Gewalt dein Wissen, deine Meinung raufbringen willst, weil du das Prinzip nicht schon mitnehmen, oder? Und ich sage, es soll so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das ist der allerwichtigste Satz von allen. Jeder Satz ist wichtig. Da gibt es nichts zu verstehen. So, pass auf, ich sage zum Bezi, wir machen das jetzt einmal. Du siehst jetzt das Tempotaschentuch. Wo ist jetzt das Tempotaschentuch? Ha? Weg. Wo ist denn? Nein, da sagt der Bezi weg, sag ich, Blödsinn, das ist doch immer nur da, wir denken doch immer nur an das. Es ist von der VR-Brille in den feinstofflichen Bereich reingerutscht. Ich sage, weil jetzt reden wir noch von dem Tempotaschentuch. Was ist nicht mehr? Es ist keine sinnliche Wahrnehmung mehr. Es ist nicht mehr in einem Gesichtsfeld. Also kann ich es verlieren. Und wenn ich jetzt das Hinliche ist wieder in einem Gesichtsfeld und wenn wir jetzt weiterreden, jetzt könnte ich sagen, jetzt pass mal auf, wenn du nochmal dran denkst. Und das nächste Erfahrung ist, du wirst feststellen, es ist vollkommen unmöglich zu beobachten, wie sich was auflöst. Das, wo ich mit der Gnade sage. Jetzt pass nicht, wenn wir jetzt sprechen, haben wir einen Übergang. Dass ich jetzt eine Gnede mache, ich wiederhole das nochmal, mache eine Gnede und irgendeine Form, ist wurscht, X-Form, ich forme die um und ich schaue zu, wie sich das umformt. Das ist wie so Morphen in einem Computerprogramm, wenn man Gesichter so morpht. Wenn jetzt zum Beispiel der Übergang ist, du hast ein Gesicht und wir morphen das. Du kennst das Morphing, dass das Gesicht so verändert. Gibt es auch so Videos. Ne? Und du siehst das Gesicht und dann plötzlich ist das andere Gesicht da. Das ist, du hast nur den Fokus auf der Veränderung und wenn das andere Gesicht da ist, kannst du selbstverständlich jetzt das vorhergehende Gesicht denken. Das ist aber nicht vorhergehend, sondern es ist im selben Moment gedacht, nur du hast VR-Brille, das neue Gesicht und als Gedanke, wenn du das machst, normalerweise ist aber der Hintergrund, den denkst du nicht. Wo war jetzt die ganze Zeit dunkel? Finsternis. Jetzt kannst du das machen, aber jetzt beobachte mal, wenn sich die Helligkeit auflöst. Und du wirst immer einen gewissen Zustand haben, wo du sagst, das ist wie beim Kegel, wenn ich ihn drehe, Kreis, dann wird es
der Kreis wird minimal, was du das gar nicht siehst, wenn wir das langsam machen, immer noch Kreis sein, aber es ist eigentlich geometrische Ellipse und dann kommt irgendwann nochmal eine Ecke. Huckel, irgendwas, je nachdem, wie wir es machen. Und das verschiebt sich. Wenn du ein Dreieck hast, wenn ich das drehe, dann bleibt dieser Dreieck, obwohl es genau genommen kein Dreieck ist, weil irgendeine Seite sich ein wenig biegt. Und dieses Übermorgen, dass du nur das siehst, was ist. Aber dann den Jetzt-Zustand, wenn das ein wenig zurückgeht, meinst du, das war zeitlich vorher. Es passiert jetzt, es passiert jetzt. Das sind so wundervolle Metaphern. Dass ich natürlich dann immer wieder, wenn wir jetzt tiefer gehen, dass ich zum Beispiel sage, meine 200 Gramm rote Gnede, dann ist die 200 ist der Kopf. Das ist der rote Kopf, darum nenne ich es die rote. Und Ken Edde, Ken, wissen wir, ist die Basis, das Fundament, und Ede heißt jetzt. Ed, he heißt jetzt. Das heißt, das Fundament unter die Welle ist immer jetzt. Jetzt merkst du, dass die Wörter, oder mein Barbie-Puppen-Beispiel. Kennt ihr? Wisst ihr, mit Zungenkuss, wo ich mein Barbie-Puppen-Beispiel, die kleine Witz, die Barbie-Puppe, und du sagst, kriegst du nicht. Dann 10 Jahre später kommt dann hier die Boygruppe, wo sich auflöst, was ich so oft gesagt habe. Bar heißt das Äußere, Bi heißt in mir. Okay, Barbie. Wie heißt der Mann von der Barbie? Ken. Das ist übrigens von Mattel. Das können wir jetzt Mattel, MD, gestaltgeberten Erscheinung, die ein Joch bildet. Es gibt keine Zufälle. Das ist die Metaebene. Wenn ich jetzt ein Ding nehme, dann klingt es wie eine Spielerei. Und ich kann es immer wieder bloß sagen, wenn du es beherrschst, egal welches Wort, egal in welcher Sprache, was du feststellst, dass du eine ganz klare Metaebene kriegst im Hintergrund. Das war das Prinzip der Schöpfung, ist dieser göttlichen Matrix. Denken der Denker und träumen der Geist. Mhm. Das schmeiße ich durcheinander. Nein, das ist eigentlich nicht. Das, du kannst jetzt je nachdem, wie du das machst, ein denkender Denker ist ein träumender Geist. Ja, das auch, ich mache, du kannst wie mit Ichs. Du kannst sehr wohl definieren, was ein Ich ist. Und die Stufungen, wenn du da rauf und runter fährst, mach mal ein Beispiel. Es gibt angeblich, habe ich gelesen, habe ich gehört, dass die größten Denker der Menschheit bestimmte, die alles sich im Kopf zerbrochen haben, wo was verkehrt läuft, dass die entdeckt haben, mit genauer philosophischer Selbstuntersuchung, dass das eigentliche Problem, alle Probleme durch Denken entstehen. Und die haben jetzt gegrübelt und gedacht, wie sie ihr Denken lösen. Denken sie haben es heute nicht geschafft. Weil die Probleme kommen vom Denken. Also lass uns mal drüber nachdenken, wie man die Probleme loskriegt. Ja, das erschaffen ist das im feinstofflichen. Das ist die Schwierigkeit. Und jetzt kommt die Weisheit derer, die das wiederum verstanden haben, dass das nicht weiterführt. Die setzen sich jetzt hin und versuchen sich in die Stille zu meditieren. Aber was ja schon wieder ein Zustand ist, das ist eine Einseitigkeit. Das ist das, ja. Das ist so blöd, wenn ich sage, wenn ich ein Bücherregal vor mir habe, juhu, nochmal. Ich muss bloß einen Zustand kriegen, dass ich keine Angst mehr habe vor dem, was passieren könnte, während ich das Buch lese. Das kann nicht passieren, wenn ich ein Buch lese. Dem Leser passiert gar nichts von dem Zeug. Da, wenn ich ein Buch lese, wo eine Atombombe losgeht, was passiert dem Leser dabei? Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Ich habe zum Beispiel hier gerade gesagt, ich werde jetzt vielleicht, Helga, ganz kurz, ich schiebe nur kurz rein, dass der Grause zu mir kommt, der will nicht mehr runterkommen. Gründe, wenn es einer was, muss man nicht wissen. Dann kommt die Helga und sagt mir das Gegenteil. Dann sage ich, bitte sagt mir nichts, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. In dem Moment, wo ich davon ausgehe, dass das Welt ist, wie du meinst, dann muss einer von beiden lügen. Wenn ich jetzt weiß, wenn die, das sind zwei verschiedene Facetten. Und jetzt mache ich, jetzt springe ich da zweimal hin und her, jetzt pass genau auf. Das erste ist mit der DNA, wo ich ein paar Mal gesagt habe, dass Professor Kakab mit seinen zwei Schülern, müssen wir mal mitbringen, die DNA entdeckt haben, Crick und Watson. Das Buch vom Kakab habe ich daheim, wo er beschreibt, wo er als alter Professor, das waren seine Schüler, die waren ja erst um die 20, die waren ja sehr jung, wie die aufgeregt zu ihm kommen, das waren die absoluten, das schreibt er in seinem Lehrgang, in seinem Hörsaal, waren das die größten Pfeifen, die es überhaupt gibt, die zwei. Der eine Hakennase, spitze Töne, der konnte bloß immer in Aufregung reden. Er beschreibt die total die Charaktere, wie Kinder, der andere, ein total dickliches Gesicht. Und da kommen die, schau mir, was wir entdeckt haben. Die haben nämlich mit seiner Theorie der Aminosäuren rumgespielt, da haben sie Kärtchen gebaut und dann ist die schöne Spirale entstanden. Das war nur durch Zusammenspiel, wie wenn ich jetzt Puzzleteile zusammen, oh so, das sieht geil aus. Ja, das ist so, ist passiert.
Das ist mittlerweile die Grundlage für das ganze Zeug, der Glaube. Aber jetzt pass auf, wie der das beschreibt, absolut köstlich. Bei Watson, als alter Professor mit Nobelpreis, beschreibt, wie die das als junge Burschen entdeckt haben und die zum Chagach gehen. Dieselbe Szene, komplett anders. Und jetzt mache ich es nochmal krasser. Jetzt machen wir Sai Baba. Sai Baba? Okay, meine Sai Baba-Gabi. Die Geschichten kennen manche, die dann immer waren, und da war ich selber in Grün. Da kann ich dir bisher zeigen, da gibt es Professoren in Amerika. Auch zwei Sachen, die den getestet haben. Eine englische Gruppe hat den Sai Baba getestet, weil der hat ja materialisiert aus dem Nichts. Eine englische Gruppe und eine amerikanische Gruppe. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche von beiden. Die wollten eigentlich den 14 Tagen testen, ob er materialisieren kann. Und die sind nach zwei Tagen, haben sie das abgebrochen, weil er sagt hier, wenn wir nach Las Vegas fahren, jeder David Copperfield ist in dem Scheiß 100-mal besser wie der Sai Baba, weil die das sofort durchschaut haben, die schreiben die, das sind die primitivsten Gaukler-Tricks, die er anwendet, um die Menschen zu verblenden in ihrer Welt. Die Engländer, der Engländer schreibt was ganz was anderes. Der hat irgendwie, habt ihr so oft erzählt früher, weiß ich gar nicht, irgendeine Frucht, die es in Asien eigentlich überhaupt nicht gibt. Die Pflanzen, also da, wo der Sai Baba lebt, was er gar nicht wissen könnte. Und er hat gesagt, er soll die Frucht machen und der Sai Baba macht das so und hat genau von der Pflanze der Samen kommt, weil wegen der Kastanie in der Hand. Und das war unmöglich, er konnte das nicht wissen. Das steht in einem anderen Buch drin. Und jetzt wirst du merken, dein stochastisches Denken, willst du es glauben, dass es kann oder nicht? Das ist die eine. Und es gibt kein Buch, das du mir zeigst, wo ich dir eine zig Bücher zeige, wo es Gegenwart behauptet wird. Wie mit der Internetzeit. Was jetzt was ganz was anderes ist, wenn ich jetzt die reine geistige Lehre von Sai Baba, dasselbe ist mit Osho. Da hat übrigens der Karl Renz, das wenn du reinliest, das wenn du Osho lesen musst, die sind so kalt in seine Geschichten, ist ein unheimlich belesener Philosoph. Osho ist so genial, es ist auch muffig, er ist Kerlchen, ich liebe ihn auch, habe ich auch schon ein bisschen was drüber gesagt. Er ist aber nur angelesener Philosoph. Und der Renz war ja da auch schon in jungen Jahren in der Szene drin, der war ja für den Asien und der sagt, weiß nicht, ob du das Video gehört hast, der hat so panische Angst, der war permanent unter Drogen gestanden, nicht weil er sich wegmachen will, weil er panische Angst vor Schmerzen hat. Der hat sich alles an Zeug, der hat sich die Zähne rausreißen lassen, der hat sich zugedröhnt ohne Ende, weil das Schlimmste für ihn waren Schmerzen, der hat nichts damit zu tun. Was ist das für ein Meister? Ja, das ist wohl wahr. Er hat aber genug Jünger gehabt. Ja? Aber da ist auch immer die Geschichten, da haben wir die schön, du hast die 8 Folgen angeschaut in Amerika, in Polen. Ganz, ganz geschickt, aber es sind Geschichten. Und da musst du hier für dich irgendwann einmal, das wissen, was ist jetzt. Das sind Gedanken von mir. Es sind meine Geschichten. Meine, nur meine Geschichten. Eine Vielfalt. Also musst du irgendwann einmal den Komplex extrem einfach machen. Das ist so noch viel. Und jeder hat recht. Darum sage ich, für mich stellt sich die Frage nicht die zwei. Ihr habt zwei Menschen, seine Welt, und ich sage, wie du das siehst, wenn das jetzt eine wäre, wird einer von beiden lügen. Das maus ich mir, wenn der andere mir wurscht ist. Da taucht er auf, sagt das, dann taucht die Helga auf, sagt das. Und ich sage immer wieder, die Helga, die er in seinem Traum sieht, im Grause-Programm, ist eine andere Helga, weil das sind zwei verschiedene Träume. Du darfst das, was du auf der Leinwand siehst, wenn ich sage, das rote, mein Hotelzimmerbeispiel, ich kann mir jetzt andere träumende Geister denken. Das ist aber von mir aus schon was ausgedacht. Das sind keine träumende Geister. Und wenn ich was denke, ist es so, wie ich es nicht denke. Und dann wirst du irgendwann nochmal merken, du lässt es einfach laufen, weil egal, was ich jetzt mache, das Bewusstsein, das lässt du einfach laufen und schaust. Und wichtig ist, nicht die Reizauslöser sind wichtig, sondern verlage auf deine Interpretation und Wertung. Und du merkst, das nivelliere ich jetzt alles raus. Hast du ein paar gebratene Nummer? Und pass auf, was da bei uns gibt. Es ist ja immer prinzipiell, es ist ja Trinität, das Gesetz der Trinität. Und du hast also hier, zum Beispiel, das ist ein ganz, ganz alte Kneipe, da gibt es noch was, das fast überhaupt nicht mehr kennt, nirgends, bei einer Zwiebel. Wir sagen in Franken Zwiebel. Und zwar, die hat drei Aggregatzustände. Das heißt zwar BL, 2 in Gott. Ich kann auch ein polares Joch sagen. Magst du, jetzt werde ich schon mal die 70 raus. Und ich kann eine rohe Zwiebel, schmeckt anders wie eine gedünstete und eine gebratene, wenn es braun wird. Das sind drei komplett unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Das hast du bei vielen Sachen.
Bei der fränkischen Bratwurst gibt es das reine Bratwurstkack, das Hack. Dann kannst du die braten, das ist jetzt das hier. Und dann gibt es also als zweites gibt's die sogenannten Sauernzipfel, hast du das bei dir? Das ist immer wieder, wo ich sage, normalerweise Sauernzipfel, das ist dieselbe Bratwurst im Essig-sauern Zwiebelzug. Im Essig-sauern Zwiebelzug. Und ich sage nochmal, jedem auch hier, wenn wir da sind, die sollten wir wirklich einmal probieren, ob die sehen. Und wenn die Zwiebelsuppe, dann sind die so blaue, blaue Zipfel. Die schmecken ja da. Was hätten wir gekriegt? Die Bratwurst gut sind. Ganz, da sagen wir, ich habe ja am Aranas-Keller jetzt im Fliegenstall. Wie wir oben waren, da habe ich ein paar gesagt, hier, wir waren dann die Andrea, die andere Andrea, die Anlagen-Andrea, mit dem Neigel immer kommt. Und die, wie heißt die Grauhaarige? Nee, ist ja was. Ja, nein, und ich weiß den Namen immer nicht. Und auf jeden Fall habe ich gesagt, probier die unbedingt. Und dann haben sie es probiert und dann haben sie gesagt, mach mal halbe Tugie und bitte gebratenen und dann kann man ja das austauschen. Und dann hat sie mir gestimmt, dass nicht bloß Sauerrezepte genommen haben, weil sie gut waren. Und sie hat es sich nicht vorstellen können, weil da dran die Zwiebeln mit drin sind und die schmecken total super, die sind total mild. Und was es hier noch gibt, das gibt es nur hier, das kenne ich als Kind. Und zwar diese, da kann man die natürlich einsulzen, das heißt, wenn du die jetzt machst, sulz ist klar. Mit einem leichten Essigsalz schmeckt total super. Kann man in jeder Metzgerei bei uns kaufen. Und was die jetzt noch anbietet, die geräuchert. Und zwar räuchern und dann in dem Wasser nochmal warm machen und dann mehr dazu. Das ist total heiß. Das hat es früher als Kind hat's das überall gegeben. Und das ist die einzige Neibe, wo ich weiß, wo das noch macht. Also ich muss den Krieger mal gucken, ob er das noch macht. Ganz genau, ja, du kannst einfach die nur die Nadel von der Scheiblade wieder von außen nach innen legen und noch einmal zu tun. Aber es ist halt, du kannst aber nur schauen, wie du das Programm dazwischen. Darum haben wir ja nicht nur den Schwamm inhalt, sondern ich sage, es gibt den Schwamm auch. Das Aussehen zum Beispiel, wenn wir einen Schwamminhalt austauschen, wenn du in den Spiegel schaust, spielt es keine Rolle, das Baby, ob es in Basin, in Indien oder irgendwo aufgewachsen ist. Das bleibt gleich. Und übrigens auch noch tiefere Charakterzüge. Jetzt will ich aber nicht die darwinistische Genealogie nehmen, sondern das ist, ich nehme lieber die Computerprogramme, dass wenn du einen Windows-Computer hast, der läuft im Hintergrund des BIOS, ist auch noch DOS-Strukturen da und du kannst jederzeit sogar ein Basic-Programm laufen lassen auf einem Windows-Computer mit einem Betriebssystem. Auch bei Apple geht es nicht. Auch bei der neuen Weil du ganz tief, bitte? Bei der neuen Windows habe ich gehört, dass das überhaupt nicht mehr da ist. Nein, doch, doch. Der große Problem, pass auf, auch das Windows 10. Wenn ich habe immer nur Windows 7, ich wollte es ja nicht und ich habe es ja nicht aufgespielt. Jetzt viele Chancen schon mal mit Update, das Update-Blocker, weil alle schießen fast jede Woche kommen zwei Updates raus. Ich mache das Windows 10 überhaupt nicht, jetzt nicht, ich rede jetzt rein als Udo, ich habe es ja nie aufgespielt und es ist immer noch das normale Windows-Struktur aufgrund von Kompatibilität. Die Schwierigkeit, die hier auffindet, dass das schon längst veraltet ist. Wenn man jetzt aber komplett Neues nach heutigem Stand der Technik aufbaut, dann gehen alle anderen Programme gehen. Ich kann natürlich immer wieder nochmal zwei, selbst Apple. Pass auf, Apple war so eine Institution, aber es ist halt in normalen Büro und so weiter Anwendungen, ist Windows übermächtig. Und vor ein paar Jahren musste Apple, haben sie nicht gern gemacht, dass du wahlweise zusätzlich zum Apple noch das Windows-Betriebssystem parallel laufen lassen kannst, um andere Programme auch abzuspielen. Das ist vorher überhaupt nicht gegangen. Dann warst du nur auf Apple fixiert und die haben festgelegt, viele kaufen den Apple, die werden dann kaufen, aber die sind immer noch irgendwie gezwungen, auch Windows-Dateien und so zu machen. Und du kannst rein die Dateien, kann man durch PDF kann man umrechnen, das gibt es ja für das und das, aber wenn du in eine tiefere Struktur gehst, wenn du das ganz neu aufbaust, ich bringe dann gleich ein Beispiel dazu, dann geht das ganze alte Zeug, ist keine Kompatibilität mehr da, außer du machst dann das alte parallel, aber dann fängst du wieder bei Null an. Und das Windows 10 ist noch vollkommen in Windows. Das heißt also, die große Masse der ganzen Programme kannst du ohne Probleme die Windows 7 Programme bis 95 runterlaufen bei Windows 10. Der größere Sprung war zu Windows 7. Das Windows 8, das war eine Sackgasse, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Und jetzt ist es also so, dieselbe Schwierigkeit hatte man zum Beispiel das erste Mal bei Stereo. Wir hatten einen Radius und ein Radio hat eine Trägerfrequenz, FM, wo der Sender wird, die Mittelwelle ist ja frequenzmoduliert. Du musst dir eigentlich vorstellen, dass das eine hohe Frequenz ist. Jetzt machen wir Vorstellungen. Hat noch nie einer gesehen. Und die Niederfrequenz, wenn ich jetzt spreche, der Nachrichten spreche, ist eine lange Welle.
Und das Mittelwellenprinzip ist schlichtweg einfach, das ist sogenannt, die Amplitude ist die Höhe der Schwingung, dass jetzt hier einer einen Sender hat, der hat einen Ton, das wäre jetzt eine Konstante, meinetwegen jetzt 800 MHz, und da ist jetzt einer und der tut die 800 MHz, die Stärke, wie das gesendet wird, die Amplitude im Takt der Sprache, der Frequenz moduliert er das oben praktisch. Die lange Welle kann ich da das kleine durch immer wenn mehr und weniger senden und dann schwankt ja der Sendepegel im Takt der Musik, aber bei derselben Frequenz. Und das ist Mittelwelle und Kurzwelle. Das sind sogenannte AM-Sender, AM-Amplitudenmodulation. Das heißt, ich mache die Niederfrequenz, wenn ich jetzt nur Linie habe und ich habe jetzt, wäre ja dann nur Streifen die Frequenz, und ich tue jetzt da oben drauf praktisch die Sendestärke im Takt der Sprache der Niederfrequenz modulieren, auflegen. Das FM ist frequenzmoduliert, weil das natürlich, wenn jetzt sphärische Störungen sind, hörst du das hin. Und das FM ist folgendes, da macht man es umgekehrt. Ich habe wieder eine Trägerfrequenz, weil ich bin jetzt 95 MHz und ich tue jetzt im Takt der Musik die Frequenz leicht erhöhen und erniedrigen. Das heißt, der schwankt eigentlich immer und diese Schwankung, dass er im Takt der Musik um diese 95 MHz rumschwingt, das ist frequenzmoduliert, da wird die Frequenz moduliert. Das ist, da habe ich natürlich, kann ich jetzt, wenn ich Störungen habe vom Pegel, kann ich das abkappen, das ändert überhaupt nichts am Signal und klingt UKW für rauschfrei. Jetzt will ja unser Problem gerade haben wieder Kompatibilität und jetzt kommt plötzlich Stereo. Und jetzt ist natürlich das erste einfache, ist okay, wir brauchen zwei Kanäle. Wir sagen jetzt, wir haben 95 MHz, haben wir Radio. Jetzt, wenn ich zwei Kanäle habe, ist das erste, dass ich so, okay, dann sende ich halt was ich auf 97 MHz den einen Kanal und auf 95 den anderen Kanal. Das Problem, wenn er einen Sender einstellt, hätte er immer bloß einen Kanal. Zu der Zeit, wenn er nicht genau hin, kriegt das nicht mit, aber zu der Zeit war es noch so wie Stereo, komm mal, wenn du die alten Beatles-Scheiben anhörst, da spielt er auf dem linken Kanal die Gitarre und auf dem rechten Kanal fängt er, das nennen wir Ping-Pong-Stereo, fängt er zum Singen an und wenn jetzt einer die Sender einstellt, auf den Sender hört er dann bloß die Stimme und auf dem anderen Sender. Und wenn ich ein Stereo-Radio habe, dann habe ich natürlich die beiden gleichzeitig, die zusammengehören und hört es dann bei mir. Aber es ist wie Stereo auf dem Markt gekommen, es waren halt so und so viele Millionen Monoradios draußen. Also das ist nicht unbedingt der Weisheitsletzter Schluss. Also man muss sich was einfallen lassen, dass auf einer Sendefrequenz beide Kanäle sind und dass jedes normale Radio, das nennt man Kompatibilität, normal den Monoton hat, aber wenn ich einen Stereofänger habe, muss man sich was einfallen lassen, dass ich dann aus demselben Signal, wo ein Monoradio Mono abspielt, der Stereo-Radio zwei Kanäle macht. Und jetzt ist natürlich, dass es noch krasser wird. Jetzt haben wir Fernsehen, jetzt haben alle Schwarz-Weiß-Fernseher, dasselbe Prinzip. Jetzt können wir durch Farbe, wie mache ich jetzt die Farbe auf anderen Kanälen? Und das ist ja eigentlich, wenn du dich noch erinnerst, wie das gekommen ist, dass prinzipiell, du hast einen Schwarz-Weiß-Fernseher an deine Antenne angeschlossen, du stellst denselben Sender ein und der Farbfernseher macht Farbe drauf. Also muss ich auf das Signal, wo jetzt Töne und natürlich Stereo auch noch, wo die Töne sind und das Schwarz-Weiß-Bild ist, muss ich zusätzlich ja noch die Farben draufhauen und den Ton dann noch Stereo oder sogar Dolby Surround und was weiß ich alles, immer auf dieselbe Frequenz. Wie macht man das? Und das ist hochinteressant. Die Kompatibilität ist wichtig. Wenn man jetzt ein ganz einfaches neues Ding macht, hätte, dann wären alle anderen wegfallen oder man müsste parallel fahren. Bei der Senderbelastung ist es eh nicht gegangen. Und da gibt es ja auch SECAM und BAL. Das BAL-System, was wir in Deutschland hatten, da war es natürlich sehr interessant, es hat ein Professor Bruch entwickelt. Das ist ein guter alter Freund von mir, Bruch. Das hat, und das ist Phase Alternated Line, steht es, das Bruch-System. Und der wurde mal gefragt, wieso er hier so einen blöden Namen genommen hat, weil das ja normalerweise, man hätte ja auch mal gesagt, das System hat ihm ein Journalist im Ernst, der hat nicht überlegt, wieso er dem System jetzt einen Namen gegeben hat, das sich ja weltweit durchgesetzt hat. Und dann sagt er, ich glaube nicht, dass das ein guter Stand ist, wenn wir vom Bruch-System sprechen. Wenn wir natürlich wieder Holo-Feeling haben mit Bruch, dann sieht es wieder ganz anders aus. Und was jetzt begeisternd ist, pass auf, da gibt es in den Farbfernseher, gibt es einen Teil, um die Farbe aus dem normalen Signal die Farbe rauszuziehen. Das ist jetzt kein Witz. Das sage ich jetzt als ehemaliger Radio- und Fernsehtechniker zu dir. Dieses Teil heißt, du benötigst dann einen Kreuzmodulator mit unterdrückten Träger. Einen Kreuzmodulator mit einem unterdrückten Träger. Was auch immer uns das sagen soll. Spaß, ne? Nein, danke.
Aber so mächtig. Nein, nein, danke. Bei Udo, so mächtig Windows auch ist, die müssen wir aber auch offene Schnittstellen zugelassen haben für diese Open Source Geschichte. Linux und so. Wie, wie? Open Source, Linux. Nein, 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 das ist was ganz was anderes. Linux ist wieder ein anderes Betriebssystem. Ja. Wenn du Linux auf deinem Computer aufsprichst, da hast du jetzt genau dasselbe. Linux ist, oder Ubuntu, da gibt's ja die Open Source Systeme. Das sind Betriebssysteme. Die meisten Leute haben ein Problem, die wissen nicht, was ein Betriebssystem ist. Linux ist ein Betriebssystem wie Windows. Und ich finde, da wäre jetzt der Heiko mit da wäre, das ist, das du meinst ist doch, die vielen, vielen Anwendungen. Das ist, Linux ist ein eigenes Betriebssystem, für die es nahezu keine Anwendungen gibt. Aber das ist natürlich dementsprechend auf Hacker nicht aufgesucht wird, weil ja fast keiner Linux benutzt, außer dann ein paar Greeks wie der Heiko, der macht meistens auf Linux. Mhm. Das sind das Nötigste, du kannst natürlich ins Internet gehen. Dann ist genau, wenn du, darum sage ich immer wieder, wenn ich jetzt ein Video abspiele auf YouTube und du hast es auf deinem Bildschirm laufen, dann muss dir klar sein, dass das keine, das kannst du mit einem Linux-Betriebssystem machen, das kannst du mit Windows machen, das kannst, gibt ja noch andere, das kannst du mit einem Apple-Computer machen, das Bild ist das gleiche. Was das Betriebssystem macht und das Programm, funktioniert komplett anders. Ich habe einmal das Beispiel gebracht, pass auf. Wir nehmen zwei, wir gehen einmal von den Betriebssystemen weg zu den Programmen. Ich nehme PDF, das PDF, die meisten haben bloß den PDF-Reader, weil das PDF-Schreibprogramm ziemlich teuer ist. Das ist ja wie Word ein Schreibprogramm. PDF und Word, das sind zwei Textverarbeitungsprogramme, wo du jetzt ganz normal zuerst einmal aufmachst und sagst, wir machen jetzt einmal DIN A4. Wir machen Schriftart Arial, 12 Punkt Größe, das stellst du bei PDF wie bei Windows ein. Dann sagen wir einrücken, 2 cm rechts und links oben, den Zeilenabstand. Du kannst das bei Windows und bei PDF einstellen. Jetzt schreibst du eine DIN A4 Seite, okay? Du speicherst die Datei ab. Das machen wir mit zwei Computern. Der eine läuft mit PDF und der andere läuft Windows-Textverarbeitung. Wir lassen jetzt bei dem einen Drucker, wir hängen denselben Drucker hin. Früher hat es nur die Norden-Drucker gegeben. Wir lassen jetzt das vom einen Computer ausdrucken und wir lassen es vom anderen Computer ausdrucken. Und ich mache jetzt extra, als wäre ein Norden-Drucker, der Bildpunkte setzt. Und du nimmst die zwei Ausdrucke und du hast zweimal komplett denselben Ausdruck. Komplett denselben Ausdruck. Okay? Das heißt, da ist Punkt für Punkt, wohin gespritzt wird beim Ausdrücken, wenn wir Bild machen. Zum Beispiel Bildausdrucken ist komplett gleich. Wenn du jetzt die Datei selber anschaust, in die Datei rein, wo ja genau genommen, wenn wir auf die tiefste Ebene gehen, bloß Pünktchen und Strichen drin sind. Komplett anders. Sind zwei komplett andere arithmetische Raster, weil das zwei verschiedene Programme sind. PDF ist viel kleiner. Das Erste, was da auffällt, dass die PDF-Datei wesentlich von der Datenmenge schon kleiner ist wie das Windows. Die kann man ja dann zusätzlich nur komprimieren. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das runter mache, ich habe das ja aufgemacht, das ist ein anderes Format und jetzt muss ich das auf MP4 machen. Eins von Filmen vermorden, dass man es dann der Redo und der Heiko ins Internet stellen können auf YouTube. Und da habe ich, wenn ich jetzt das runter mache, kann ich Qualität, die kann ich komprimieren. Das heißt, wenn ich jetzt nur spreche und ich sage, ich habe im Hintergrund, was ja oft bei Ding ist, bloß ein Bild. Wenn das nicht wesentlich oder ich Skype mit jemandem und ich nehme das jetzt auf, dann kann ich das in HD-Qualität. Dann habe ich zum Beispiel bei einer Stunde, habe ich ungefähr, wenn ich permanent spreche, habe ich, ich sage mal so ungefähr 2 Gigabyte Daten in einer guten Qualität. 2 Gigabyte Daten. Ich kann dasselbe Selbstgespräch, wo ich aufgenommen habe, jetzt komprimieren auf 10% Datenmenge. Das heißt, ich lasse 90% dieser Daten weg. Und wenn wir das abspielen, du merkst fast keinen Unterschied zum Original. Solange ich ein Skype-Gespräch habe, weil das Skype, auch wenn es eine gute Skype-Übertragung ist, da weit weg ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Madrid-Explorer einblende, wenn ich das in voller Qualität mache und du siehst das Video und du würdest den Geometrie-Explorer einschalten, siehst du keinen Unterschied. Du meinst, das ist der Original-Geometrie-Explorer. Wenn ich das auf 10% komprimiere, ist der immer noch super gut, aber du merkst, der wird leicht drüber. Aber immer noch schön, was jetzt rein dieses statische Bild anbelangt. Das heißt, du kannst also über 90% der Daten weglassen, ohne dass sich wesentlich was verändert. In der Übertragungstechnik nennt man das Redundanz. Also da ist sehr, sehr viel Luft. Aber mir geht es, dass hier das Betriebssystem, jetzt hast du mal für dich ein Betriebssystem, das, was du jetzt Betriebssystem nennst, auch bei Linux, das sind eigentlich schon ein ganz Haufen Programme drauf. Wo man das sich noch klar machen kann, ist, wenn du C64 nimmst, Basic. Wenn du mal mit Basic programmiert hast, dann wirst du, wir machen mal einen C64, den packst du aus und dann muss dir eins klar sein, da ist ja nur das Betriebssystem Basic drauf. Es ist, jetzt hast du mal gar nichts, du kannst
mit diesem Computer, mit dem Betriebssystem, das reine Betriebssystem, du kannst nicht einmal 5 plus 5 zusammenzählen. Da brauchst du zuerst einmal ein Programm, um das jetzt klar zu machen, ein Betriebssystem braucht ein Regelsystem, was es machen soll. Okay? Und das ist das Programm. Das heißt, alles, was du siehst hier, sind ja schon unheimlich Programme mit drauf. Und erst, man kann sagen, alles, was dein Computer macht, macht das Betriebssystem. Aber es macht das, was das Programm oder die Daten vorschreibt. Um das einmal klar zu machen, wenn ich jetzt basic ganz einfach primitiv, da sind natürlich Rechner und so drin, auch Zufallsgeneratoren drin, aber die machen ja nichts. Da muss einer da sein, der sagt, was er macht. Und da werden dann Zahlen geschrieben. Und du musst jetzt erst einmal vorstellen, du hast beim Programmieren, hast du jetzt C, Punkt, 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 das blinkt dann und jetzt musst du Eingabe machen. Und jetzt tust du beim Programm schreiben, macht man normalerweise früh in 10er Schritten, was das noch, Basic Programmieren. Da tust du jetzt, das sind immer, das ist wie wenn du liest die Zahlen mit die Befehle, da lässt man nochmal Lücken, wenn man wieder zurück muss. Klingt jetzt komplizierter, wie es ist. Pass auf, ich muss jetzt erst einmal, die reine Rechnung ist, dass ich Speicher voll machen muss. Das heißt, ich mache jetzt erst einmal den Speicher A. Und da heißt jetzt hier der Befehl Input. Input heißt, ich mache Eingabe. Das blinkt dann bloß. Und dann schreibe ich Input A. Das heißt, ich mit dem Input A durch den Speicher A anrufen. Okay. Ist gleich. Und jetzt blinkt und jetzt gebe ich 5 zum Beispiel ein. Und dann gibt er die 5 in den Speicher A. Jetzt kann ich Input Speicher B, da gebe ich jetzt meinetwegen nochmal der 5 ein und dann schreibe ich Ausgang, Output A plus B ist C. Jetzt tut er A plus B zusammenzählen, das macht er und legt es in den Speicher C und dann hier das Problem ist, das ist die Programmierebene, das siehst du nicht. Das, was du siehst, musst du dann immer print machen. Print-Befehl in Basic ist, dass er das, das heißt, wenn ich sage print A, dann tut er erst den Inhalt auf die Anzeige bringen. Dann steht aber dann bloß ein 5 da. Das heißt, ich muss das immer nur, du wirst dann merken, was ich jetzt zu den Programmierern hinten sage. Wenn du das einmal selber programmierst, das klingt jetzt kompliziert, das ist wirklich Kindergartensprache. Kann jeder 7-8-Jährige wie die Sprache ganz leicht zu lernen. Es ist jetzt bloß wieder im ersten Moment viel. Das hat man als Kinder programmieren. Was hier interessant wird, wenn du weißt, was dafür ein Hintergrund ist, wo ich immer sage, unmöglich, wo ihr euch gar keine Gedanken macht, dass das, wenn du jetzt deinen Computer einschaltest und du siehst da, oh, das bei diesen alten Programmen hast du einen grünen Bildschirm gehabt und einfach nur zeigen. Und da war das A, das A. Wenn du jetzt auf deinem Monitor oder auf dem Tablet ein A siehst, ist das A mit einem Schriftsatz erzeugt. Ein Schriftsatz. Das heißt, du musst dir vorstellen, da ist jetzt, wo dein A steht, denkst du dir, diese kleine in der Quadrat, wenn du die Schriftgröße größer machst, das ist wie ein kleiner Monitor. Und wenn du jetzt die Schriftart veränderst, hast du ja so ein geschriebenes A oder so A oder so A. Das heißt, das wird das Zeichen A, das nackte Zeichen A, wird dargestellt. Und je nach Schriftsatz siehst du dann das A so oder so oder so oder so. Das heißt, der Computer arbeitet nur, oder wir machen mal die Ziffer 5. Der Computer arbeitet mit einer abstrakten Ziffer 5, die dann auf irgendeine Art und Weise hier mit Pixel, ja, mit einem Zeichensatz dargestellt wird. Jetzt, wenn du zum Beispiel ein großes Dokument, du schreibst da 500 Seiten Buch auf Word, und jetzt kannst du ja Folgendes machen, du markierst einen Buchstaben und machst nur in dem Dokument, tuk, 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 den einen Buchstaben größer. Geht ja. Und alles andere bleibt gleich. Und dann wirst du feststellen, dass in dem Moment, wo du den Buchstaben größer machst, du ja in dem Dokument auf dem Bildschirm einen Ausschnitt ist, der jedes Mal das macht, aber alles drumherum verschiebt sich beim 500-Seiten-Buch, die ganzen Zahlen, die Seitenumbrüche. Und du machst zuck, 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 zuck. Das ist ein Rechenaufwand ohne Ende. Und ich sage immer irgendwann, was du meinst, kannst du es überhaupt gehen? Der Witz ist, was verschiebt sich eigentlich in einem vollkommen statischen Medium, wo sich nichts auch nur einen Millimeter von der Stelle bewegt? Da ist nicht, dass die Worte rüberrutschen. Denk wieder an die Fußballer, die hin und her laufen. Und jetzt merkst du, jetzt kriegst du einen Hauch von einer Ahnung, mit was für einer, wenn ihr wisst, wie unendlich primitiv ich mich zurzeit mache, wenn ich euch das erkläre. Es ist alles ganz anders. Es ist so, wie du dir das logisch erscheinst. Ich habe ihn, glaube ich, im Erwachen ist der Anfang mit der Ameise. Da könnte ich jetzt sagen, wenn ich jetzt unser Astrid nehme und ich sage, ich stecke den Astrid in den Lekt, stecke ich in den Ameisenkörper rein. Wir sagen, es bleibt alles gleich, bloß dein Körper verändert sich, du platzt plötzlich zu einer kleinen Augen von der Ameise raus. Oder nehmen wir ein bisschen sagen, wir bleiben jetzt zeitaktuell, wir wissen ja, was in der großen Welt da außen vorgeht. Ich bin Ant-Man und du bist zur Wasp. Ant-Man und zur Wasp, der neue Kinofilm, ist erst in die Kinos gekommen. Sagt dir jetzt nichts, ne? Siehst du?
Internet gehen, nachschauen. Ant-Man, der Ameisenmann und die Wespe. Das sind Superhelden. Das sind Superhelden. Neues Film, Ant-Man und sowas. Wer kennt den, hat schon mal was gehört? Ja, gehört schon, aber nicht gesehen. Trailer angeschaut? Freu mich schon, ja klar. Ja, ja, klar. Seht ihr? K.U.B. Kubelmeier. Wer ist wie Gott der Einzige, der Ahnung hat? Auf jeden Fall, du steckst in den kleinen Ameisenkörper drin. Und jetzt lassen wir alles andere gleich, da müssen wir überhaupt nicht reden. In den Erwachen, glaube ich, steht das drin im Selbstgespräch, dass ich so, wenn man das jetzt macht, so wie du jetzt einen Ameisenkörper im Gewicht um das tausendfach in den Normalzustand überragst, wir sind jetzt nicht großkotzig, wenn wir sagen, dass auch dein Intellekt, dein Geist, den Geist einer Ameise, ich benutze jetzt die Rede normal, den Intellekt einer Ameise in Welten überragt. Also du bist jetzt da in den Ameisenkörper drin und jetzt gehst du in einen Ameisenbau rein. Was nützt dir jetzt das Wissen? Du wirst feststellen, im Gegenteil, du bist die dümmste Ameise überhaupt. Du musst jetzt erst einmal dich runterschrauben und du musst dir jetzt erst einmal Gedanken machen, wie funktioniert das eigentlich alles? Das wirst du relativ schnell reinkriegen, diese primitiven, mechanischen, instinktgesteuerten Aufgaben, wo du dann zu tun hast. Und jetzt ungefähr, wenn du das gecheckt hast, was ich dir sagen will, dann weißt du, wie ich mich jetzt fühle. Bis zum Schluss. Ich war da sehr und dann war natürlich, wenn dann geht, ich habe 1,5 Jahre Lieferzeit gehabt auf meine Lautsprecher, die sind aus ganz Deutschland gekommen, die ganzen Händler. Ohne Werbung, niemals eine Mark Werbung. Mundpropaganda, Qualität, Preis-Leistungsverhältnis. War nicht zu beschreiben bis zum heutigen Tag. Wer war jetzt bei mir da, wer hat jetzt gesagt, mit Boxen wird mir das jetzt erzählt. Du warst das, gell? Was ich soll schon wieder vergessen. Und ich sage immer nochmal, Stefan, jetzt zu dir, musste ich mit Michael unterhalten, das riecht nochmal gewaltig, wenn ich jetzt bei dir wäre. Wir stellen das auf und wir spinnen ein bisschen rum. Ich habe ja nur ganz kurz das angesprochen. Wird sie nur mal so gut. Und wenn ich dir nur einiges erzähle, dass ich in deinem Kopf, weil du bist der Teil der Anlage, ist wie mit Holofeeling. Ja. Wenn du meinst, du hast mit der Welt aus nichts zu tun, mit der Siri-Krise, du bist der wichtigste Teil, du bist der Kabelstecker. Wenn du nicht funktionierst, funktioniert das ganze System Holofeeling nicht. Also du brauchst einen, der nicht weiß, dass er der Kabelstecker ist, der eigentlich das Sagen hat, ob der Motor läuft oder nicht. In der Hierarchie kommst du vor der Zündkette und vor der Zündelektronik, weil die erst gar nicht anspringt, wenn dein Strom nicht, wenn du nicht dich an der Buchse festhältst. Das ist genauso funktioniert. Das macht dann im ersten Moment Angst, weil jetzt müssen wir die negative Seite machen, dafür trägst du auch die Verantwortung für alles. Das ist der Zustand, den ich vor langer, langer hier und ausgedachter Zeit habe, ich nehme die Schuld auf mich. Ich kann nicht einen Gedanken von mir, der mir scheiße erscheint, die Schuld geben, dass er so ist, wie ich ihn jetzt momentan bin. Ich muss weiter hinten ansetzen. Das ist nicht Esoterik, das ist absolut bewusstes Leben. Und es spielt sich in deiner Welt an. Darum sage ich, den Mund muss mit anderen gar nicht reden. Darum sage ich jetzt wieder, schau dich um, wenn ich jetzt sage, das ist die Hamper, das ist die Elite der Menschheit ausgedacht. Erzähl das jetzt einmal jemandem. Und das, wenn ich jetzt sage, ist schön, wenn ich da sitze, wenn ich mir keine Gedanken mache. Wer bin ich denn? Und dann gehe ich wieder allein in meine Wohnung und bin vielleicht Hartz IV und habe kein Geld nicht. Merkst du, die verborgene Harmonie wieder Dinge, du musst alles um 180 Grad drehen. Jetzt denkst du dir die Mächtigen, die Politiker, die Reichen, die Physiker aus. Um 180 Grad drehen. Soll es die geben, sollen die in ihren Scheiß weiterleben. Wenn du sie nicht mehr denkst, gibt es die nicht mehr. Weg. Nicht einmal dich selber. Also darum ist nie, wenn ich immer, wenn man all meine Vorträge früher ältere erlebt hat, dass ein eins klar sein muss. Ich sag mal, ich spreche mal den Udo ein gewisses Charisma zu, so einfach wie ich bin. Wenn ich eine Sekte aufbauen hätte wollen die letzten 20 Jahre. Wow. Glaub mir, ich hätte einige Millionen Anhänger. Wenn das mal. Ich sag mal zu meiner Maus, dass du einen totalen Loser geheiratet hast. Eine kleine Apfelschorle. Kleine Apfelschorle. Ja? Das wird alles unwichtig. Der innere Seelenfrieden, der wächst. Und da ich ja du bin, wird es immer mehr merken, wenn ich jetzt ihn zum Beispiel anschaue. Das, er macht mir Freude, er weiß es gar nicht. Das rein, das Gesicht, die ersten mal, wenn ich jetzt erst einmal, wenn ich sage, merkt, das hat sich verändert. Total. Das ist meine Freude. Du bezahlst.
jetzt schon in kleinen, nur von außen von siehst du es, von einem, von dem kritischen kleinen Ding hier, das ist ja streitig. Das ist von außen, er muss nicht einmal den Mund aufmachen mit so einem, da merkst du, da hat sich was getan. Ja. Das muss immer passieren, das soll immer wieder, auch wenn sich so Grüppchen bilden, wenn man sich gegenseitig bereichert. So muss das sein, nicht gegenseitig ausnehmen, sondern gegenseitig bereichern. Ja. Weißt du, du weißt offensichtlich erst im Moment noch einen Gedanken oder Sichtweise, wo ich nicht kenne. Lass mich daran teilhaben, erzähl es mir. Und ich sehe offensichtlich was, was du nicht siehst. Ich verrate meine Geheimnisse. Ganz andere Motivationen. Da wird jetzt alles Kölken und Sektentum und aufgestiegene Meister und all. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was er ganz nette Sachen macht, weil man gerade einfällt hier, wie heißt der Jan Kassel von Wien? Ja, vom Licht. Ja. Das ist auf der anderen Seite, wenn er San Sai Baba oder Santana oder Jesus oder was, wenn er Jesus, was auch immer, wenn hier Durchsagen durch ihn kommen, die sind ganz nett, das ist halt normales esoterisches Zeug, wie Tolle und anderen auch machen. Aber dann haut er wieder so raumzeitlich voller Feindbilder, können wir wieder sagen, reiner Verschwörungstheoretiker. Oder der Ivo Sasek von der AZK. Ja, den würde ich jetzt als Charakter überhaupt nicht, wenn du Physiognomie kennst, dass der wirklich hier ausbeuterisch oder was ist. Aber er ist trotzdem voller Feindbilder. Feindbilder, ja. Hast du einen Eindruck, dass ich Feindbilder habe? Ich erkläre dir, dass alles, was da ist, Krankheiten, alles wichtig ist. Ah! Wo dieses. Da bin ich aber noch nicht ganz so sicher. Da arbeite ich noch dran. Ich gebe mich. Das ist so, sich erforschen ist die Welt erforschen, heißt sich selbst erforschen. Sich selbst erforschen, ja. Das musst du im Kleinen machen mit Neugier. Das ist, und du selber, wo ich sage, das eigentliche Leben, lässt du einfach wie das Wetter, lass es fließen und mach dir immer die Bergpredigt bewusst. Wenn du jetzt satt bist, wirst du wieder hungrig, und wenn du hungrig bist, wirst du wieder satt. Und wenn es jetzt hell ist, wird es dunkel und du wirst jetzt dieses Prinzip musst du installieren. Also erwarte nicht, dass du bis zu dann im Tod, normal gesprochen, gesund bleibst. Hoffentlich werde ich nicht mehr krank. Das ist das Problem. Und schau, ob der Glaube noch in dir drin ist. Ich habe zum BC, wie früher, wenn man BC noch gekannt hat, der BC war entweder Himmel hochjauchzend oder zu Tode betrübt. Der war wie unter Strom, ganz oben, Bäume ausreißen oder ganz immer nicht depressiv. Ort. Und ich sage, das Leben, das du lebst, sieht folgendermaßen aus. Mach das einmal eine Zeit lang und dann schaust du, wie du dich fühlst. Und wichtig ist das, das brauchst du. Aber das hier, und das ist das Rechtsicht. Du musst alles, was über die Null hochgeht, musst du bezahlen. Das sind die Süchte zum Beispiel. Du schießt dich hoch mit einer extremen Droge, das können wir mal saufen, viel rauchen und danach fühlst du dich wie auszuholen. Das heißt, die Freude bezahlst du. Krass ist jetzt mit harten Drogen wie Heroin, wo du dich noch höher schießt und dann einen vollen Entzug hast. Und wenn sie bezahlen müssen, wollen sie nicht bezahlen, dann machen sie wieder die neuen Schulden. Da habe ich ja genügend drüber gesprochen. Das Leben spricht, wie dein Programm funktioniert. Die Bilder, mit den Dingen an sich hast du nichts zu tun, sondern du musst die Mechanismen, Mechanimus, Mech-M-Chat ist das Gehirn und das Ahne dein Gehirn nicht. Mech-Animus, du musst diesen Mech-Animus, ich nenne das einmal den zweiten, den musst du analysieren. Der Sinn des Lebens ist, dass du durchschaust. Nee. Na Udo, sagen wir mal, ob wir unser schönes Deutschland noch bewahren können. Ich habe da wenig Einfluss drauf, du hast den Einfluss drauf. Du denkst dir den Scheiß. Das sind zwei, die sind Fragen, stellen sich, du wirst merken, das ist die Energie, hängst du immer noch in einer Schleife. Das ist, wo man viele, auch jetzt die Antwort, die du jetzt erwartest, ist ein Ja oder Nein. Und ich sage, alles, gleich eine feine Antenne, ob dein Zweiter wieder fragt, ist es richtig, ist es verkehrt, ist es gut oder böse, die Einseitigkeit sollst du überwinden. Und da kann ich immer wieder, wenn man um die Tasse gehen, die Frage, ist es richtig oder nicht, das ist, ich könnte jetzt was jetzt aufwenden, ich kann dir welche zeigen, die sind sowas von liebenswert und ich kann die andere Seite, die man auch kennt,
zeigen. Wer macht, wo ich dann gesagt habe, hier im Fernsehen, wo das war, hier absaufen lassen. Ich habe die ganzen Beispiele mit drin. Da muss ich sagen, ins Udo-Programm, da schüttelt es mich gleich. Der ist so weit weg von einer Menschlichkeit und von einer Christlichkeit. Aber ich kenne dann so viel, wenn ich jetzt in Berlin in gewisse Orte reingehe, wo sich keiner mehr hintraut, was jetzt wirklich bloß Gangster sind. Wenn du diese Brutalität von Albaner oder was, das sind Tiere. Nein, das wäre jetzt, dann würde ich sie ja loben, weil Tiere machen ja sowas nicht. Ein Tier wird nie ein anderes Tier töten, aus Rachgier oder aus, es ist rein ein Liebesakt, so wie ich so oft gesagt. Und es ist die Vielfalt. Du musst einen Zustand bringen, dass die Vielfalt, wenn ich jetzt sage, dass Europa es etwas festhalten wollen. Geht nicht. Denk wieder an den Säugling. Denk an den Säugling. Und das, was du jetzt Deutsche nennst, das war mal bloß das Deutschland, das Deutsche Reich, dann hat es eine DDR gegeben. Und ich mache immer wieder, ich habe in die 20er Jahre, 1980, wenn man einen Laden aufmacht, hat bei jungen Leuten, wie das mit der Werbung so massiv und ist, dass die alle nach Werbung gehen. Ich habe das gesagt, dass ich das nur wiederholen kann. Du wirst irgendwann einmal merken, das war in die 80er Jahre, dass du wesentlich weniger Freiheit hast wie die Menschen in der DDR oder im Dritten Reich. Dass das schlichtweg und einfach Folgendes ist. Die wissen, dass sie keine Freiheit haben und du meinst, du bist frei, bist ja wesentlich unfrei, weil du bloß noch ein Zombie bist, der Sachen will, die du gar nicht wolltest, wenn man dich nicht programmiert hätte. Du hast das gemeine Licht in dem Gefühl der Freiheit, das du hast, obwohl deine Meinung überhaupt nicht deine Meinung ist. Dein Geschmack ist nicht dein Geschmack. Das ist dir abhanden gekommen, darum ist es ein reiner Schein. Da ist der, der weiß, dass er unfrei ist. Einen ganzen Schritt weiter. Und was die Richter sprechen, da sind wir ja mittlerweile schon lange drüber weg. Ich habe da eine schöne Geschichte, wo ich verfolgt habe, wir reden jetzt von Mensch zu Mensch. Das werdet ihr nicht mitgekriegt haben, und zwar ist gegangen mit der Kanzlerin, wie das losgegangen ist, wir schaffen das. Und ich weiß den Namen nicht mehr, kann euch nur sagen, in der Szene. Und zwar war der Typ, ist der einer, der war oberster Richter in Deutschland und dann ist er abgegangen und dann ist er an Universitäten gegangen und mir fällt der Name jetzt nicht ein, ist er die größte Koryphäe für Rechtsstaatlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland gewesen, Professor Dr. Jur, also hier der Professor schlechthin für deutsches Recht, der Juristen ausgebildet hat und Richter ausgebildet hat. Und wie das dann mit der Merkel war, hat er in Verbindung mit 400 Rechtsanwälten, habe ich jetzt aus das, aber das sage ich jetzt wieder, das ist jetzt nicht Verschwörungstheorien, weil die Sachen waren, eine Verein, hat er eine Strafanzeige gestellt gegen die Merkel und hat als Oberster, der war oberster Richter und dann als Professor, der Juristen und Richter ausbildet nach deutschem Recht. Abgefasst nach deutschem Recht, eindeutig in so und so viele Punkte, genau was die Rechtsbruch und was halt die Verschwörungstheoretiker sagen, das ganze Zeug richterlich nach deutschem Recht abgefasst, Strafanzeige gezählt, die muss sofort abgesetzt werden und hat es eingereicht. Und dann habe ich gesagt, ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Und das habe ich dann verfolgt. Die Medien hast du sowieso nichts gehört, auch fast nicht in die normalen Dinge, im Hintergrund, weil die sich auch distanziert haben hier von Verschwörungstheoretikern, sondern das ist mehr auf so einer juristisch-sachlichen Ebene abgelaufen und es wurde komplett auch die Richter, ich habe das ziemlich verfolgt, dass sie das einreichen, dann der Erste, der hat es reingestellt auf seine Internetseite, wie die reagiert haben und was ich dann rausgestellt habe, du hast keine Chance, weil die nämlich alle Partei bekommt. Und es ist immer die ganzen Richter, es hat sich in Luft aufgelöst, plötzlich ist nichts mehr da gewesen. Und die Geschichten sind natürlich sehr, sehr spannend, dass hier gerade mittlerweile eingesetzt noch an die Erbärmlichkeit. Ich sage, diese scheißen Titel, das sind Fehler im Führerscheinbrief. Und wenn ich jetzt die AfD nehme, das ist ja nur schon die Hetze gegen die AfD als Ding an sich. Ich kann nur sagen, wenn man sich jetzt die Mühe macht, das ist halt diese rechte Seite. Das ist so die Systemmedien. Dass das Lüge ist, da müssen wir überhaupt nicht reden, aber die Schwierigkeit ist, es ist alles Lüge. Erinner dich die Beispiele mit den Simpsons. Das sind die Pyramiden im Fliegenstall. Das ist, ein Bild ist ein Bild. Die Schwierigkeit ist, da ist keiner, der dich ordentlich, doch ein Allereinziger, das bist du selbst. Weil du mit aller Gewalt alles mit einer raumzeitlichen Logik interpretierst. Der Einzige, der dich bescheißt, ist dein eigener Intellekt, der dir noch immer weismacht, wenn ein Bild jetzt in dir auftaucht, dass das vorher einer gemacht hat und das wirklich. Die ARD habe ich doch gesehen, die zeigen zum Beispiel wieder hier, wie da und da was abgemetzelt wurde in Syrien und dann sofort drauf kommen dann wieder Bilder, wo die ganz klipp und klar schon an der Schrift an der Häuserwand war, dass das gar nicht Syrien, sondern dass das hier
persisch ist, dass das schon dieses Video schon ein paar Jahre vorher beim Irakkrieg aufgenommen wurde. Beim Irakkrieg aufgenommen wurde, an der Grenze mit Irak. Das sind ja, man kennt, wenn man jetzt da einen Fokus hat. Wenn du keinen Fokus hast, kriegst du das gar nicht mit, weil sie sind dann da dran, wird nicht auftaucht. Diese Filme widersprechen. Und jetzt kommt dann immer, ist das gefaked oder ist es nicht gefaked? Und du suchst schon wieder nach einer einseitigen Antwort. Und was jetzt die Ding, das, was du dann jetzt die Deutschen nennst, das war mal das Deutsche Reich und das vorher das Deutsche Reich war dann extrem zerbrochen, das habe ich schon mal rein. Wir machen jetzt Geschichte, habe ich aus das Buch heraus. Das waren dann irgendwann einmal Germanen. Und die Deutschen hat es nicht immer gegeben und die wird es nicht immer geben, die du dir ausdenkst. Die gibt es nur, wenn du sie denkst. Es ist alles ganz anders. Es ist alles ganz anders. Zu meinen, dass irgendwas für die Ewigkeit ist, es ist für den Moment. Und die Ewigkeit, die du denkst, wo du dir reinsetzt, ist ein reines Konstrukt. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Und ich habe im Vortrag, ich wiederhole es jetzt nochmal, das wirst du nochmal anhören. Ich rede jetzt wieder normal in deiner Logik. Keiner von euch, jetzt rede ich persönlich an, keiner von euch wird auf die Idee kommen, zu glauben, dass irgendein anderer dasselbe Leben hat wie ich. In Dieter sein Leben ist ein anderes Leben, in Udo sein Leben oder in Michael sein Leben oder was auch immer. Das ist klar. Interessant ist, wo kommt das Leben her jetzt? Mit meinem Beispiel aus dem Buch. Was aber komischerweise jeder glaubt, dass du dich vor meinem Leben hat es natürlich auch schon Welt gegeben und ein Leben gegeben. Und das, was ich mir jetzt mit meiner anerzogenen Schwamminhalt vor meiner Geburt denke, da wenn einer was anderes behauptet, dann fange ich mit ihm zum Schreiben an, weil der nicht recht hat. Aber so persönlich, das Buch, das Lebensbuch, wo auch alles drin ist, ist dein Programm, wo die Vorstellungen in dir macht. So persönlich, wie dein persönlich erlebtes Leben ist, sind auch all deine Vorstellungen, was angeblich vor deiner Geburt war. Wenn ich jetzt zum Beispiel das schöne Beispiel, die Akte Hess, wenn man sich anschaut. Wenn man das wirklich auf sich wirken lässt und man ist offen, dann ist es ein komplett anderer Hitler. Den Hitler, den man mir in der Schule beigebracht hat. Jetzt wenn die sagen, jetzt, das ist noch, da geht natürlich der Rechtsstaat schon los. Was also hier dieser Rechtsstaat, dass man mich angeblich frei meint, ich tue ja nicht einmal meine Meinung äußern. Ich sage, ich kann dir, wenn du hören willst, dir sagen, was man mir in der Schule erzählt hat. Ich werde es aber nicht beschwören, weil da bin ich sehr offen, was es ist. Ich sage, was man das beschwöre ich, dass man mir das in der Schule beigebracht hat. Ich will aber nie beschwören, dass das so ist. Ob es KZs gegeben hat oder keine KZs gegeben hat. Nimm doch einfach den Satz, egal was du behauptest, was du mir zeigst, auf Grundlage irgendeines Buches. Ich zeige dir zig Bücher, wo das Gegenteil behauptet wird. Und wenn für dich eins nur richtiger ist, dann bist du ein Fanatiker. Egal, was für dich richtig ist. Du bist geistlos und geistlich unglücklich. Was? Ja, aber ich habe ganz viel. Und wenn du jetzt aber zusammensetzt, da gibt es dann so viele Sachen, je nachdem, wo du hin magst. Ich höre schon den Vortrag, den ich mir jetzt ausdenke, von einem Bundesgeneral im Ruhestand. Der ist nicht wesentlich älter wie ich. Und der, wo dann auch zum Zweifeln angefangen hat. Und der seine Schulen macht. Und das sind so Kleinigkeiten, wo er sagt, ja, dann hast du mal nachgeschaut. Für sich dann danach ein General, ein deutscher General im Ruhestand. Der hat dann nochmal nachgeschaut, was war jetzt die Ursache. Jetzt hat er zuerst einmal das, was er mir gesagt hat. Und er geht dann, ich zitiere jetzt. Er sagt dann, das Erste, was einem klar sein muss, wenn er Land aufrüstet. Und ein anderes Land rüstet mehr auf. Weil es behauptet, es macht es ja, dass sich von dem fürchtet. Ich sage, wann eine aufrüsten, wann die angreifen. Wenn die drumherum nichts haben. Und jetzt hat er nachgeschaut, was hatten eigentlich, was waren Waffen, kann man das rauskriegen in die Geschichtsbüchern, was die Länder um Deutschland herum Waffen hatten. Vor dem Zweiten Weltkrieg, wie Hitler an die Macht gekommen ist. Ich will jetzt nicht ganz genau die Zahlen, habe ich nochmal im Wert, aber er hat dazu festgestellt, in Deutschland findest du gar nichts, er ist dann ins Internet, in die ausländischen Internets reingegangen. Die Länder um Deutschland herum, Franzosen, was hier so rum ist, hatten fast das Fünffache mehr an Militär stationiert wie Deutschland. Und dann hat Deutschland angefangen aufzurüsten. Und es ist also hier, weil die massiv die Engländer alle aufgerüstet haben, weil er hat sich bedroht gefühlt. Es ist also so, dass immer wieder, wenn ein extremes Übermaß an Waffen auf der einen Seite ist und die behaupten, die machen das bloß, um sich zu schützen und die Gegner, ist fast nichts. Ich habe jetzt den Putin. Ob der gut oder schlecht ist, das bestimmst du. Ich kann euch nur die Originalrede von Buding zeigen und das mit der Waffe, da musst du jetzt natürlich wieder den Fokus haben. Und wo kriegst du die Informationen her? Von der Welt da außen? Aus dem Internet. Aus das Internet. Okay? Und die Rede kann man, die ist in Russisch und auch mit Übersetzung, wo man sucht, der ganz lieb und klar, die Waffe wird weniger angesprochen, aber wenn den Geheimdienst, wenn du, das ist bekannt, dass der da so ein super Ding entwickelt hat. Und der hat jetzt nachweislich in Russland den Verteidigungshaushalt, glaube ich, um 25%
runtergefahren. Der rüstet ab. Und wir rüsten, wir werden gezwungen aufzurüsten. Rüstet einer ab, der angreifen will? Nein. Und Busin ist der Knallhart, vom Redner finde ich den klasse, den Typ. Ich muss einmal sagen, ich bin jetzt weder rechts noch sonst was. Das sind lauter solche Stellen. Ah, der Gysi. Ich kenne keinen, jetzt in den letzten Jahren, keinen von den ganzen Abgeordneten. Ich bin sicher kein SED-Ler. Gysi, wenn der den Mund aufmacht, wenn der Redner ist, so rhetorisch, dermaßen gewandt. Die besten Redner im Bundestag war die Wagenknecht, der Gysi und die Petri. Petri, ja. Wenn du Petri magst, auch, unabhängig was ist. Wagenknecht ist jetzt die andere, aber trotzdem ist natürlich immer mit gewissen Daten. Und was jetzt kommt in einzelnen Landtagen, das sind ja die Eiderpickel, was die AfD, ob das ist, wenn du die reden hast, wenn es einmal nicht um Ausländer geht. Was du feststellst, egal welche Themen die haben, nix du eigentlich. Ich sage jetzt mit einem holophilen Verständnis von meiner Ganzheitlichkeit, was im glaube ich, Schleswig-Holstein war das, wo die AfDler sich hinstellt, wo die in einer geheimen Nacht- und Nebelaktion wieder sich ihre Diäten hochgesetzt haben. Und bitte, wir denken uns das jetzt aus. Ich muss immer sagen, wir sind Märchengeschichten. Aber es geht nur darum, dass innerhalb dieser Geschichte sollst du dir Gedanken machen. Und er stellt sich hin, schämen Sie sich, meine Herren. Ja. Weil die kriegen, das ist erbärmlich. Und immer wieder dasselbe Spiel. Das ist das ganze Auszutzen, das Privatisieren. Eine Verlogenheit ohne Ende. Und das ist jetzt den Einzelnen, wenn du hast, die Figur in einem Raum zu sein, wie du glaubst, dass es ist. Was für mich sehr prägend war, das habe ich in Fiegenstein ja schon gesagt, wie diese 211 Millionen abgestimmt wurden in dieser Kredit für Griechenland, wo die in die Abstimmung reingehen und wirklich hier bei dem Monitorbeitrag, das ist es in Deppensicht, die wussten gar nicht, um was geht. Das sind Parteien, einfach Mitläufer, die ihre Pöstchen kriegen und machen ihr Kreuzchen hin. Die wussten nicht einmal, dass sie abstimmen, wie sie in Abstimmung reingehen. Die haben nicht Wisser hingeschickt. Hä? Die haben nicht Wisser hingeschickt. Nicht Wisser. Es sind Figuren, es sind entweder Gedanken in unserem Kopf oder Pizzamentieren auf einer Bildschirm. Das ist hundertprozentig sicher. Alles andere machst du mit einer Logik. Und du sollst nichts verändern, sondern eine Logik durchschauen. Wir reden von einem vollkommen anderen Weltbild. Und jetzt, wenn du dann tiefer gehst in die Matrix der Sprache und du wirst dann anfangen, ich höre jetzt nicht nur die Dora, die Heiligen Schriften richtig zu lesen, ich habe eine ganze Koranzone übersetzt, Wort für Wort. Dann wirst du feststellen, dass wenn man die richtig übersetzt, dass genau dieses Prinzip in diesen Alben, Alt meine ich nicht da, sondern in der Tiefe, in der komplexeren Form, alles genauso geschrieben wird. Weil das die Grundlage ist für das, was auftaucht. Das sind Entwicklungszyklen, so wie du dich in die Hosen, ich sage immer wieder beim Säugling, wir machen Bilder, das erste ist der kleine Lichter. Da ist nichts. Das erste, was er macht, ist umdrehen. Denk an den Psycho und den Kleinen. Der dreht den Bauch schwer und dann liegt er so und dann dreht er sich rum. Das ist Rücken vorne hin. Und dann kommt die Sache, wo man sich dann irgendwann einmal hochzieht. Das sieht dann in der Regel ja so aus, wenn sie sich dann hochziehen. Und jetzt kann ich natürlich, weil ich keine so kleinen Beine habe. Jetzt bin ich dann ist hier so ein großer Windelpack. Puff! Und dann stimmt er da stehen. Beobachte. Das sagt er. Das sind lauter solche Stellen und das jetzt wieder umgesetzt. Das ist die Entwicklung deines Geistes. Ja. Es ist Zeichen, es ist alles anders, wirklich anders. Der Materialismus macht so schlimm. Lasst euch, hört euch das nochmal an, was du jetzt die letzten Tage gehört hast, wenn der Reber die Sachen reinstellt oder der Heiko. Es ist nochmal anders, wenn du alleine sitzt. Weil es ist komisch, wenn ich immer wieder sage, du jetzt vom Computer sitzt. Und du sitzt da drin. Und du wirst jetzt merken, wenn du jetzt vom Computer sitzt, ist es total anders. Das ist total anders. Das ist total, und jetzt denkst du dir, ja, jetzt höre ich es doch an. Jetzt ist, du wirst merken, du wirst irgendwie innerlich auseinandergerissen, ohne dass du auseinandergerissen hast.